Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezockt, spielt WWE Supercard. Weiter kann's gehen. Wer gut aufpasst, sieht schon, hier sind die Flimmer-Dinger im Hintergrund. Ich habe gerade hier mein Brett gebrot. Eigentlich hatte ich schon das Video angefangen, aber... Warte mal, ich fange doch einfach nochmal an. Mein Plan war, Brett zu brohen, King of the Ring... Brett Bron, King of the Ring starten, mit euch die Survivor-Stufe zu machen. Und dann hat der King of the Ring nicht gestartet, alle Nase lang. Und dann habe ich es nochmal abgebrochen. Also jetzt hat er gestartet, jetzt kann ich ins Exhibition-Deck gehen und unseren Brett mal voll Bron. Ich weiß, dass es spieltechnisch jetzt nicht so klug ist, aber ich hoffe einfach damit auf Survivor zu kommen. Und ultra selten... Und, ne, wir stecken erstmal besonders selten. Haben wir da noch was? Lohnt sich fast nicht. Und können hier noch ein bisschen was reinstecken. Was habe ich denn da alles für Unterstützer? Brauchen wir alles nicht mehr. Und das sollte jetzt mal auch irgendwie dicke lang, oder? Level 22 sind wir. Gucken wir uns später an. So, Legendär Plus. Ich tausche mal. Ich mache einfach mal die stärksten Karten, die ich habe, rein. Ah, Legendär Plus Plus. Okay, wir brauchen noch ein paar Level. So, hier vielleicht 24. Besonders selten. Das könnte jetzt fast lang. Genau, Level 25. So. Wir haben Härte und Charisma. Dann machen wir doch Härte. Ist so. Token bestätigen und. Ja! Und wie knapp es gelangt hat. Richtig cool. So, also das ist jetzt natürlich kein Deck, womit man einen Blumentopf gewinnt. Bei keinster Weise. Aber wir werden mal gucken. Lambio. Nee, wir nehmen mal hier einen so. Mit ein paar Spielchen. Und gucken, was wir dann reißen können. Wir wollen ja erstmal nur unseren Board-Reset. Tag Team Härte. Ich habe leider kein passendes Tag Team. Machen wir es so. Mit Glück. Ja, dadurch den Abzug, aber er bufft sich hoch. Gucken wir mal. Ich denke, ja, nee, das gewinne ich. So, komm, jetzt kommt nochmal ein Einzelkraft. Dann denke ich mal, gewinnt unser Brett das easily. Und Einzelhärte. Oh, ich bin gespannt. Ich bitte, lass es was Gescheites sein. Kein Unterstützer. Irgendwas. Ich freue mich über jeden. Okay, im schlimmsten Fall müssen wir das ganze Deck abräumen. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Also, wir müssen ein paar Spiele machen, weil, wie gesagt, kann sein, dass wir das ganze Deck abräumen müssen. Hier mal das Ring Domination Deck packe ich mal raus. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Bilder habe ich gelassen, weil Kane ist immer noch unser Ziel. Naja, Brett und halt easy. Muss man schon sagen. Aber, okay, auch Diva-Kampf gewinnen wir. Aber sonst, denke ich, ist mein Deck da noch lange nicht Survivor gestärkt. Also gerade auch, weil Jack Swagger so eine Lusche bei Charisma und Tempo ist. Aber es langt ja. Wenn wir zwei Matches gewinnen, bin ich glücklich. Cool fände ich es, wenn ich tatsächlich die Survivor ein bisschen früher krieg. Und nicht mit dem letzten Pick, weil mit dem letzten Pick weiß man, dass sie ja kommt. Und, und darum irgendwie früher. Da ist irgendwie überraschender. Yeah. So. Ah, cool. So mit Leveled Hitman natürlich auch.
das jetzt egal. Ich bräuchte natürlich jetzt wirklich nochmal einen oder anderen Legendär Pro. King of the Ring läuft jetzt ja. Gleich können wir da mal gucken, wenn die erste Runde vorbei ist. Ne, wir machen jetzt hier erstmal die Survivor-Karte. Komm, nehmen wir den da. Ich denke mal, die Einzelmatches, die sollten jetzt easy sein, weil so ganz niedrig Survivor, wie wir sind. Tag Team, da müssen wir jetzt einfach Glück haben. Haben wir auch. Dass wir hier gewinnen, sehr schön. Oh, was wird's sein? Was ich halt am liebsten hätte, wäre Seamus oder wer es gerade, oder halt Kane, der aktuell drin ist. Das wäre nochmal unverschämtes Glück. Diva wäre natürlich auch sehr cool, eine von denen, die vielleicht noch, halt einen von den neuen Diven. Ah, ich habe schon gedacht. Nein. Hier, Kyle Lesnar. Einzelkraft, das gewinnen wir. Wieder mal easy, hätte ich auch mit einem der anderen geschafft. Tempo. Tja, gegen Stardust keine Chance. Und auch das hier. Rusev. Rusev hätte ich tatsächlich nicht so gerne, aber ja, wenn ich ihn kriege, kriege ich ihn. Es ist dann die nächste Survivor-Karte auf jeden Fall. Auch nicht. Hier oben. Nein. Okay, es werden immer weniger Karten auf dem Board. Hier, Jorgi. Kane steht oben und drückt die Daumen hier auf der linken Seite und sagt, komm, du kriegst Kane, du kriegst Kane. Diva Kraft Härte. Gewinnen wir gegen einen Nikki. Einzelhärte. Wunderprächtig. Und Diva. Oh, guck mal, eine Epic Bailey Pro. Ja. Hauptsache zwei Picks wieder gesammelt. Wie viele Karten liegen noch auf dem Board? Noch eins, zwei. Naomi! Es war nur Naomi, aber eine eine Survivor Diva. Ich glaube jetzt eigentlich, dass ich auf jeder Stufe Naomi als Freebie gekriegt habe. Kann das sein? Ah, nee, bei letzt war es Rusev und hab dann die Diva ja gekriegt als wegen der neuen Stufe. Sehr geil, mein erster Survivor-Pick. Ich mache erstmal einen Screenshot. Und tja, Phoebe ist Naomi. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat mir das Robert auch erzählt, dass es Naomi war. Naomi ist, glaube ich, aber nicht die richtige Ecke. Also nicht die richtige Ecke, um hier mit zu prohen, aber halt die richtige, halt schon mal blau, das ist schon mal gut. Sehr, sehr schick. So. Okay, das hier wird sogar noch ein knappes Ding. Komm, lass mich gewinnen, wäre nett. Danke. So, gucken wir mal. Erstmal King of the Ring Chat, wie es sich gehört. Hey. Hey, hey. GLHF. Hey, schreib jetzt endlich GLHF. So. Mal gucken. Ich kann ja eigentlich. Nee, das machen wir nicht. So. Fragen wir irgendwann anders, ob Deutsch dabei sind. So, gucken wir mal. Oh, er hat eine Single Diva. Das ist, finde ich, nicht so gut. Huh. Okay, das war jetzt. Bei mir haben sie beide geprockt.
Ah, Charisma, okay, da ist natürlich Dings schlecht. Okay, all drei schlechte Diven drin. Das hat ihn den Sieg gekostet. Wir gucken mal ganz kurz in die Tabelle rein, ob jemand dabei ist. Wir sind die Nummer 1, Chris, Genesis, Frix, Ontour, Matt, Sarah, Johnny, Jason, Martin, Bailey, Xau, Eric, Mirk, 99, King Justice, Roman Reigns, Wu und Johnny Twakok. King of the Ring, Superstars managen. Das passt, das passt. So sollte es doch am besten aussehen. Hier können wir vielleicht mal trainieren. Alles, was wir noch so an gewöhnlichen Kram rumfliegen haben. Dass einfach auch unser Tag-Team Diva nicht gegen irgendwie zwei gewöhnliche, die sich aufpunkten, verlieren. So. Okay, aber gut. Ja, sieht ganz gut aus, unser Deck. Da können wir noch mit leben. So, so, so. Und dann springen wir noch ein bisschen Deck bearbeiten, automatisch füllen. Eigentlich können wir auch jetzt Naomi voll auffüllen. Ich werde, Natalia ist aber schon voll und hier noch lange nicht. Das heißt, wir tauschen Naomi, machen veredeln. Oh, wie geil ist das denn? Besonders selten. Ultra selten. Komm, Lucapa brauchen wir nicht mehr. Und wir packen noch Ryback rein. Haben auch wieder ein bisschen mehr Platz. So, Naomi war Kraft Charisma. Machen wir erstmal so. Und dann machen wir nochmal automatisch füllen, tauschen aber hier Nikki rein, weil sie einfach noch ein bisschen trainieren muss. Und hier tauschen wir wieder John Cena Epic rein, weil auch der noch ein klein bisschen trainieren muss. Ich bin Legendär Plus. Sehr schick. Und dann können wir jetzt noch die Runden mitnehmen. Und ja, also wäre ganz cool, wenn wir muss auch dann später darauf achten, dass ich die richtigen Boosts drin habe. Noch habe ich ja die durchs Auto drin. Ja, komm, lassen wir ihn mal auch immer die Runde verlieren dadurch. Aber John Cena muss trainieren, dass wir ihn auch noch proben können, mit den Stack machen können. Bringt jetzt zwar nicht so einen Riesenschwung, dafür fliegt halt eine Legendäre raus, ein Epic Pro kommt mehr dazu. Hier dachte ich eigentlich, dass wir Tag Team dran haben, darum passt das aber so. Jetzt haben wir Tag Team, dürfen sie trotzdem zusammen. Tja, Diva. Ich überlege gerade, legendär episch. Was war mein epischer Freebie? Ey, ich muss mir unbedingt die Videos mal angucken. Okay, ich denke, das hier wird jetzt ein knapper Sieg, ne? Brett, super. Charisma. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne drunter schreiben. Ich müsste mal alle meine Freebies aufschreiben. Von Anfang bis Ende. Ja, Naomi. Ja, darf die legendäre Naomi. Charisma.
So, letzte Runde, die wir haben, machen wir auch einfach noch, dass wir ein bisschen vorankommen. Ich meine, auf Legendär Plus sind hier natürlich die Drop-Chancen auch ein Ticken besser. Darum kann hier dann auch mal was kommen. Jesse James da. Die Runde machen wir noch und dann war es das aber für heute. Video ist ja schon ein paar Minütchen lang. Können wir gleich mit Naomi, Doppel-Naomi anfangen. Ich muss aber sagen, ich überlege gerade, ob mir das Survivor-Bild gefällt. Das Legendäre hier, was ich da drauf habe, finde ich eigentlich ganz cool. John Cena wollte ich eigentlich trainieren. Hätte ich mal dran gedacht. Und Einzelcharisma. Dann machen wir so. Tag Team Tempo. Dann darf noch hier Steve Austin einmal ran. Da ist er. Unser erster Survivor Pro, der uns auch auf die Survivor Stufe gebracht hat. Ist jetzt natürlich vom Deck her deutlich drüber über allem. Aber müssen wir jetzt mit leben. Vielleicht kriegen wir. Vielleicht haben wir Glück und ziehen dann mal auch wieder irgendwann. Ich meine, wenn wir uns Kane holen. Da können wir das Deck schon mal. Ich müsste mal gucken, welche Ecke Kane ist. Vielleicht kriege ich ja hier den anderen Kane gleich nochmal, dass ich gucken kann. Kane war, glaube ich, blau. Aber ich weiß nicht genau aus dem Kopf. Wo, wie, was. Also welche Pfeilrichtung. Okay, hier kriegen wir nicht mehr. So, wir warten mal wieder aufs Netzwerk. Ich weiß nicht, was heute los ist. Komm, lass uns noch irgendwas wenigstens picken. Nein. Und darum sage ich, das war's. Mein aktuelles RTG-Deck hier nochmal sehr, sehr schick. Ich bin happy und zufrieden und sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.